Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder, ihr wisst, wer hier wieder ist. Ja, ich bin wieder drin im Spiel und wenn ihr die vorige Folge gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich bei der Charaktererstellung war. Diese Charaktererstellung hatte ich eigentlich aufgenommen, ist aber abgegangen von meinem Rechner, blöderweise. Aber ist auch nicht so schlecht, weil ich kann euch ja trotzdem noch erklären, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich den Schurken gemacht hier, wie man sieht, eine Orlanerin mit 17 Macht, 11 Verfassung, 19 Gewandtheit, Wahrnehmung 12, 10 Int, weil ich dachte, okay, das brauchen wir eher nicht. Und 9 Entschlossenheit. Denn, ja, ich hoffe, dass dieser Charakter nicht oft angegriffen wird. Tja, wenn ich jetzt natürlich mit dem Charakter andauernd sterben sollte, sage ich mal Scheiße. Okay, nee, der Gedanke dahinter war auch, dass ich halt möglichst schnell zuschlagen kann und genau, die Kombos rausdübeln kann. So, ich war auch schon eine Quest abholen. Hier in diesem Haus. Das ist das. Aufras Haus. Und krasserweise war das die Schwester von Kalisha. Kalisha wollte ja in die Stadt zu ihrer Schwester. Und das war sie. Ja, und die Frau Aufra hier, die bekommt ein Kind und hat halt Angst, dass das zu einer Hohlgeburt wird. Und ich habe mich bereit erklärt dazu, zu einer Heilerin zu gehen, die etwas an der Küste sein sollte. Und ihr so eine Art wie so ein Heilmittel bringen. Und da gehe ich dann auch gleich hin. Und aber zunächst, das habe ich auch vergessen, muss ich hier nochmal rasten, weil das ist auf jeden Fall Quest-Priorität hier. Suche Hilfe wegen des Zustandes, bla bla bla. Dauerhafte Unterkunft. So, das werde ich auch jetzt gleich machen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Welcome. Guten Tag, was kann ich für dich tun? Ich möchte pennen. So. Und jetzt haben wir hier geilerweise die Möglichkeit, noch einen tollen Raum zu nehmen. Das gibt uns dann gleichzeitig noch ein paar Boni. Was nehme ich denn da am besten? Mechanik. Jo, nehmen wir das. So. Dann legen wir uns mal knacken. Oh. Da muss ich mich erstmal räuspern. Ich bin gerade erst aufgestanden. Du schläfst ruhelos und fieberhaft und im Schlaf wirst du von Gezische und Geflüster attackiert, über das sich ein erstickendes Angstgefühl wie eine Decke legt. Du öffnest deine Augen, um aufzuwachen und findest dich vor dem Galgenbaum in Goldtal wieder. Das Knarzen der Seile wird in deinem Verstand immer lauter, bis das Geräusch ohrenbetäubend ist. Am Baum hängt eine alte Zwergin, deren Gesicht wie eine zerfallene Frucht nach innen gesunken ist. Ihr Kopf hängt schlaff zur Seite. Als du sie ansiehst, wird sie in deinem Verstand immer größer und größer, bis sie schließlich nur noch wenige Zentimeter von deinem Gesicht entfernt ist. Urplötzlich reißt sie ihren Kopf nach oben und ihre leeren Augen auf. Die dahinterliegende riesige Leere lässt dir deinen Magen in die Knie sinken. Sie öffnet langsam den Mund und begleitet von einem widerlichen Luftstoß dringt ein einzelnes Wort an deine Ohren. Wächter. Du reißt dich aus dem Traum, aber der üble Geruch der Zwergin steht dir immer noch in der Nase. Der Schweiß läuft dir in dicken Tropfen von der Stirn und deine Haut ist vom Kopf bis Fuß schweißnass. Du erinnerst dich an die Frau. Du erinnerst dich daran, ihr verfallenes Gesicht gesehen zu haben, als du mit dem Magistrat sprachst. Beseelerin, so hatte er sie genannt. Obwohl dich das mit einer mulmigen Ahnung erfüllt, spürst du einen merkwürdigen Drang, diese Frau noch einmal zu treffen. Und auch wenn du nur sicher gehen willst, dass sie wirklich tot ist. Okay. Jetzt, ja, wir haben in unserem Traum die Zwergin am Baum gesehen. Und, ja. Sie hat uns etwas in dem Traum mitgeteilt. Jetzt werde ich auf jeden Fall mal gucken, ob sie wirklich vielleicht sogar sprechen kann. Oder sowas Ähnliches.
Der gedrungene, aufgeblähte Körper einer alten Zwergin baumelt von einem krummen Ast, der sich durch den Zug ihres Galgenstricks durchbiegt. Das aufgedunsene Fleisch ihres Halses, das stellenweise wie mottenzerfressenes Leinen aussieht, stülpt sich über das Seil, an dem sie hängt, und ihr lebloser, nach vorn gebeugter Kopf rollt beim Wechsel der Brise steif von einer Seite zur anderen. Du nimmst um sie herum ein schwaches Leuchten wahr, das aber keine Schatten auf seine Umgebung wirft, sich aber lauwarm anfühlt. Du glaubst, nach ihm greifen und es berühren zu können, aber nicht mit deinen Händen, sondern mit deinem Aspekt deines Selbst, das keine weltliche Dimension hat. Klare Gedanken fassend und dich auf dein Ziel konzentrierend, holst du tief Luft. Als du ausatmest, merkst du, wie du dich nach der hängenden Frau ausstreckst. Du nimmst alles, was zwischen dir und ihr liegt, mit neuem, ungewohntem Bewusstsein wahr. Nachdem du dich weit genug gestreckt hast, um sie zu berühren, gibt es in deinem Verstand einen plötzlichen Ruck. Ein klingendes, elektrisches Aufbranden von Bildern, Worten und Geräuschen. Du schließt unwillkürlich deine Augen und spürst, wie du an einem anderen Ort, der nur von dir und der hängenden Frau eingenommen wird, in eine Art tieferes Bewusstsein hineingezogen wirst. Als du deine Augen wieder öffnest, starrt sie dich mit milchigen Augen an, wobei ihr Körper noch immer im Wind schaukelt, den du nicht mehr spürst, und an einen Baum hängt, der nun in einer nebligen Leere steht. Die Frau nickt dir langsam zu, was das Seil knarzend quittiert, und lächelt dich an. Have you come here for me, dear? Or have you gotten lost? Ah, it is both, I think. Yes? Wie kannst du mit mir sprechen? Is that what we're doing? Perhaps it just seems that way. Perhaps it is the easiest way for your mind to make sense of it. I think it is a very good choice. Ich glaube, ich habe einen Biwak überlebt. Kannst du dir vorstellen, warum das geschehen ist? Did you now, dear? My, that would be something, wouldn't it? Could be luck, could certainly be. A storm can be a careless thing. Or maybe it got its hands around your soul but couldn't pick it up. A soul can be heavy if it stayed in one piece through its time. Strong souls, we call them in the trade. Cold, I mean. Cold them. Those days are all behind me, no? Sagst du, dass Seelen im Laufe der Zeit auseinanderbrechen? Oh, yes. Entropy. Rimagan's work. We know little of why or how. We lose pieces of ourselves when we die and pick up pieces of others when we are born again, but less than what we lost. We try to stop it with the animantic sciences, but with little success. No, no. A very small few resist Rimargan's influence and stay together through some force of defiance, at least for a time. But they all succumb eventually, I think. Ich muss verstehen, was mit mir geschehen ist. Sie nickt mit mitleidigem Gesicht, als ob sie ein Kind trösten würde. The world looks a little different than it used to, is that it? Feels like you're noticing things for the first time that have always been there. You have seen past the shroud. It only takes an instant. Your soul remembers, yes? Remembers how it sees when it leaves the body, like being reminded of a dream you had forgotten. You are a watcher now, and a watcher you will stay. Was ist denn ein Wächter? What indeed? Long hours have many animancers spent studying such things. Not I, though. Not I. I'll tell you what I know, though, since fair is fair. And here we are, visiting, you and I, and it reminds me of better times. Souls pass on, some say through Odra stones, which are the blood veins of the world. They leave the world for a time and are reborn into it, sometimes more than they were before, but usually less and seldom the same.
For all souls, there is a time where they do not live, yet have not passed on. And those souls roam the world, same as you or I, either living or lost. But no one sees them because they have forgotten how. A watcher sees, though, knows what to look for. And sometimes they know a person just by looking at them, know where they've been in ages past when their bodies were other bodies, see memories even their honor can't recall. A wonder to behold when all goes well. A wonder! Was hast du mit "wenn alles gut geht" gemeint? Oh, nothing to be afraid of, I'm sure. It's just much to take in for some. You should see old Meerwald. He could tell you much more than I. A watcher just like you. Helped many in his day. Took up in an old keep no one would claim. Not far, not far. Kadnua, beyond the Black Meadow. He will welcome the company. Okay. Goodbye, my dear. It was lovely visiting. Ja, werde ich da mal hin und mit diesem Meerwald reden? Du schienst verloren zu sein. Ich bin ein Wächter. Nun, gut, das ist interessant. Und das soll vermutlich erklären, wie du an einem Biwak, du einen Biwak überlebt hast, was? Auf jeden Fall weiß ich deine Aufrichtigkeit zu schätzen. Da wir zusammen reisen, ist es wahrscheinlich weise, dass wir diese Dinge miteinander teilen. Weißt du etwas über die Wächter? Nur wenige gibt. Okay, die Übersetzung ist wieder mal prickelnd. Und dass sie einzigartige Einsichten in bestimmten Seelenzuständen haben. So wie du es mir gerade unter Beweis gestellt hast. Okay, lass uns fortfahren. Okay, also wir sind ein Wächter. Wir können in die Seelen anderer gehen. Eindringen. Ja. Und sozusagen auch aus dem Geiste lesen. Schauen wir mal, was der hier zu sagen hat. Ah ja, das dürfte, schauen wir mal, wieder auch ein neuer Kollege sein. 17 and a half. Well, could be 18, depending on how you count the dwarf woman. Von was redest du da? The people hanging from the tree. 18 of them. Well, last I counted. Oh ja. Name's Adair. Though to the people around here, might as well be 19. Don't think I'd put you much higher than 22, 23 tops. You look like the sort that likes to get involved. Naja. The dwarf woman. You were trying to figure out whether to count her as a full person. Well, I was smoking over here, saw you staring at her. Twice I refilled my pipe. You never so much as blinked. Your mouth was so slack I took you for a Radric at first. Careful, friend. Best not use that word round here. Ah ja. Okay. A number of Radric bootlickers within earshot. Ciphers, animancers, watchers. Für ein Kollege hier. Of course, seeing you with that funny look, I'd be halfway inclined to believe you were having some kind of communion with that dwarf. The town's had it in for me for a long time now. Only fellow who ever stuck up for me, well, he's number 18. Okay. Dann mal gucken, ob der mir beitritt. Okay, wer ist Eothas? Gott der Wiedergeburt und der Erlösung. Was eine dürrweltische Begrüßung. Ah ja, okay, ich hatte andere Fragen. Lalala, warum wurde dein Vorarbeiter gehängt? Habe mich eingemischt. Redrick schickte vor ein paar Tagen Männer hierher. Okay, Dorf mit Kolsch. Okay, dieser Kolsch, der will dann den Königs- oder den, ja, Lords-Sturz planen. Okay, und dann geht es auch schon weiter. Ich denke, was hat dein Dorf gegen dich? That's what it comes down to. Then one day, somebody named Widewind shows up on Deerwood's doorstep. Says he's the living flesh of Aethys. Got an army with him. After the war, people took to punishing Aethys worshippers, accusing them of treason. Got real ugly, especially after the legacy started. Seems that's no longer a concern.
Wer ist Kolsch? Jemand, der den ganzen. Der die, der der ganzen Hängerei überdrüssig ist. Okay. Jetzt ist er auf der Flucht. Okay, klar, das ist ja ein Rebell. Rebell. Und, ja, jetzt frage ich mal, ob ich den irgendwie mitnehmen können. Genau hier. Zusammenreisen. Zum Ort namens kehrt nur. Kite nur. Wie auch immer. Even to remember hearing something from a Okay. man such as that, there'd be things I'd want to. Not sure how I feel about. Okay. All right then, guess I'll do some sightseeing. Dann geht's los. Und wir haben einen Krieger dabei. Das weiß ich auch schon. Der ist Krieger. Der kommt Hope also you're an not expecting erster. much. Und wir werden hier die eigene Formation mal ändern. Und zwar die Nahkämpfer vorne, ganz klar. Dann machen wir das mal so. Dann haben wir hier den Schurken und dann machen wir hier noch den. Ich meine, klar, der lässt jetzt durch, aber ist ja egal. Wir können es ja so machen. So. Dann hatten wir hier die Formation, die müssen wir jetzt hier natürlich nur noch auswählen und dann sind wir doch schon da. Genau. So schön. Gut, wir sind soweit. Wir gucken mal kurz durch. Der hat eine schöne Rüstung an. Hier ist alles gut. Sie hat auch alles. Zaubersprüche sind auch How may I help? ausgewählt. Ja, da gibt es ja nicht viel auszuwählen. Alright then. Gut, dann werde ich jetzt mal kurz schauen, ob ich hier noch ein paar Sachen einsammeln kann. Das wäre das Wichtigste. Gehen wir mal geschwind alles durch hier. Blümchen, Kiste. Oh, das kommt da rein. Noch ein Blümchen. Gehen wir mal hier kurz rein. Wie gesagt, ich kann hier ja auch jedem, der genau diese Namensschilder hat, kann ich auch, wie gesagt, hier so die Seele erkunden jetzt. Was es bringt, weiß ich nicht. Und mit denen an sich kann ich auch nichts machen. Wenn ich die Tische, die zwei, die dort waren, looten würde, dann, ja, würden die mich angreifen, weil ich einen Diebstahl begangen hätte. Das werde ich jetzt nicht machen, weil wenn ich die dann töte, dann habe ich definitiv einen schlechten Ruf bei Goldtal. Das will ich eigentlich auch nicht. So, jetzt gucken wir mal hier durch. Okay, hier ist vorbei. Da geht es nicht mehr weiter. Dann hier, zip, zip, zip. Oh, komme ich hier da noch hin? Nee, komme ich nicht. Okay, egal. Den holen wir uns. Das holen wir uns auch. Zack. So. Gibt's hier noch was? Ah ja, genau. Da geht's noch in so eine Art Ruine. Da sind so ein paar Gegner und eine Quest. Jetzt werde ich aber erstmal hier auch ganz wichtig immer an die Ecken gehen, damit ich das nächste Gebiet freischalte. Also werde ich auch mal kurz nach links weggehen, um zu gucken, ob da links auch was ist. Und außerdem habe ich hier eine Blume vergessen. Ja, der läuft schön hier. Hier ist aber nichts. Okay. So, dann gehen wir mal hier hoch. Hier ist nämlich der Schmied. Da werden wir auch mal kurz Hallo sagen. Okay, hier ist weiter nichts. So, gehen wir mal hier schön rein. Ja, es ist Montagmorgen und wir sind schon wieder im vollen Gange. Ich liebe dieses Spiel, ganz ehrlich. Das ist, also, ich bin momentan nur das am Spielen, ab und zu mal ein bisschen Darkest Dungeon. Und ja, also wie gesagt, das ist der Hammer hier. Auf jeden Fall. Also macht Riesenbock. So, kurze Unterbrechung. Der hat hier eine Quest. Was ist passiert? Ich fürchte, bla bla bla, Rüstung zu verkaufen. Schwarz haben wir geschmiedet. Okay, was ist passiert? Wir haben nicht genug Vorräte. Und ihm ist ein Wagen kaputt gegangen, ja, wo Arbeiter über den Berg gestammelt haben. Banditen, Dörfer, Exodus und so weiter. Okay, wenn ich zufällig in die Richtung unterwegs bin, dann soll ich gucken, ob ich den Güterwagen finde und seine Vorräte wiederfinden. Und zurückbringen natürlich. Und ich sag ihm, na klar, mach ich sowieso. Oh. Ah ja, okay, ich bin ja wohltätig. Ich habe auch schon meine erste Reputation, wohltätig. Ich frage mich gerade, woher ich die bekommen habe. Ja, das ist die gute Frage. Ich weiß es gar God's nicht. keep you. Muss mal darauf achten. So, jetzt können wir hier ein paar Sachen kaufen und verkaufen. Habe ich noch was zum Verkaufen? Ja, ein bisschen.
Minus Erschöpfung, ich weiß nicht genau. Da könnte ich dann. Ja, wenn jemand erschöpft ist, das kurzzeitig so ein bisschen lindern. Wir haben jetzt hier noch ein paar Gegenstände, die könnte ich kaufen. Aber ich habe nicht genug Geld, deswegen kann ich es eigentlich doch nicht kaufen. Ja. Nee, geht nicht. Geht nicht. Das heißt, wir gehen jetzt weiter. Wir haben die Quest angenommen und es geht weiter. So, wo waren wir noch nicht? Da waren wir schon drin, da waren wir schon drin. Da müssen wir noch rein. In die Windmühle. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Hier ist nix. Trumbull, wir wissen, dass da drin noch mehr Getreide ist. Wir werden uns nicht mit ein paar Krümeln zufrieden geben, wenn du dich an unseren Feldfrüchten fett frisst. Aus der Mühle dringt gedämpftes Geschrei. Der erste von euch Suffköppen, der durch die Tür kommt, kriegt eins direkt zwischen die Augen. Sveinur, die Götter seien meine Zeugen. Ich werde dich wie einen Hund zur Strecke bringen. Lass uns erstmal abziehen, Leute, aber wir kommen zurück, hörst du, Trumbull? Und wenn wir zurückkommen, dann wirst du uns einen fairen Preis bieten, sonst werden wir mit dir abrechnen. So wahr uns die Flamme helfe. Okay, hier gibt es definitiv Ärger. Das riecht nach Quest. Das riecht nach Schlichtung, ja. Also wieder, wo man was bekommt, so in welche Richtung wir gehen. Mal gespannt, in welche Richtung wir diese Quest treiben können. Wir merken uns, wir sind ja stoisch und rational. Trumbull. Vor dir steht ein Elf, dessen ziemlich stämmiger Körper auf ein arbeitsreiches Leben schließen lässt. Raus mit dir, wenn dir dein Leben lieb ist. Moment, ich bin nicht hier, um jemanden zu verletzen. Okay. So, um was ging es bei dem Krawall da draußen? Sveinur hat sie fast zum Überschnappen gebracht mit seinem Gerede über die Getreidevorräte. Mehr als das Getreide zu verkaufen, mache ich doch gar nicht. Ich kann es nicht aus der Luft zaubern und es sonst umsonst kann unter die Leute bringen, kann ich auch nicht. Das ist klar. Die Felder, meint er, da ist verdorbene Ernte am Start. Und er kann halt für das normalen, für diesen verdorbenen Weizen nicht irgendwie viel verlangen. So, vielleicht sollte ich mich mal mit Sveine unterhalten. Das werde ich mal machen. Ich wäre sehr dankbar, wenn du das tun würdest. Das war klar. Und er möchte, dass wir ihn überzeugen. So, das dann nämlich nicht, oder? Moment, wir Yes. können das mal nachschauen. Wenn ich jetzt hier nämlich Stimmt, das schleichen ist. gehe, die wird nicht erkannt. Mal kurz abspeichern lieber. Und dann dürfte ich eigentlich das Zeug klauen können. Genau. Ohne Okay. erwischt zu werden. Das ist doch schön. So, also gehen wir in die Taverne und reden mal mit dem kleinen Mann. Und ansonsten sind wir, glaube ich, hier auch schon durch. Ich fahre mal kurz die Karte ab hier, ob hier noch was ist. Oh shit, da ist noch was. Aber ansonsten haben wir es geschafft. Dann überlege ich mir, ob ich mir den Bär oben zur Brust nehme. Der ist schon hart, der Bär, ey. Oder die Bären, das sind zwei dann. God's keep you. So, das ist der Sveino wieder. Alot meint, das sind wieder Schläger. So, jetzt mal gucken. Trumbull sagt, dass du deine Familie bedroht hast. Seine Familie. Ich habe dich von der Mühle gesehen. Was ist da gegangen? Blühende Fantasie. Es geht darum, dass er uns kaum was von dem Weizen abgibt, das wir ihm bringen. Und dann zieht er uns noch über den Tisch, wenn wir Getreide kaufen müssen. Bauern, die Hunger leiden, während sich ein paar reiche Bastarde an ihrer Ernte bereichern. Okay, da wir aber stoisch und rational sind, werden wir hier nicht gerade rumeiern. So von wegen, ja, wir gehen doch auf deren Seite. Wenn du einen Kampf mit Trumbull willst, dann sollten wir für ausgeglichene Verhältnisse sorgen. Du bist ein gefährlicher Säufer und ich werde dich zur Strecke bringen. Ah, nee, oder? Ah, ich hätte schon Lust drauf, den umzunieten, aber ich weiß nicht, was das bringt. Oder beziehungsweise was mir das dann im Endeffekt bringt, weil ich bin ja eigentlich nicht rational in dem Moment.
Oder? Oder? Ach komm, ich riskier's. Auf ihn, Kumpel! Scheiße. So, dann werden wir hier mal gucken, was unser Zauberer so alles kann. So, zack. Und hier werden wir auch auf jeden Fall schön von hinten reinschlitzen. Und ach du Scheiße, direkt Hardcore-Damage. Hardcore-Damage. Brutal. So, da haben wir auch gleich ein bisschen was gekriegt. Wir müssen aufpassen, dass der Edair, unser Tank, vorne steht, weil ansonsten wird es übel enden mit uns. Obwohl, von der Abwehr ist mein Paladin eigentlich auch relativ gut. Ja, ist ja logisch, der muss ja auch was aushalten. Aber so an sich ist es wirklich wichtig, dass der vorne steht, weil ich glaube, auf Hard, da ist wirklich, das ist nicht witzig, also... Ich glaube, da habe ich wirklich dann ein Problem. So, jetzt werde ich kurz hier, zack. Lauf, lauf, schnell, 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 wir laufen schnell. So. Mein Raumferkel ist auch immer dabei. Der Nichtskönner. So, dann werde ich ihm mal davon erzählen. Sveinur ist tot. Er wird dich nicht mehr belästigen. Tot? Aber... Er schüttelt den Kopf. Nein, ich will es gar nicht wissen. Wahrscheinlich sollte ich das nicht als gute Neuigkeiten betrachten. Aber wenn die eigene Familie bedroht wird... Wie dem auch sei, ich danke dir. Und ich habe ein paar Münzen bekommen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Nee. Ach doch, aggressiv habe ich bekommen. Oh je. Yeah. Ah ja. Obwohl, jetzt müsste ich ja eigentlich... Jetzt müsste ich echt eigentlich... Weil ich bin ja aggressiv. Eigentlich müsste ich jetzt irgendwas geändert bekommen haben. Habe ich aber nicht. Also ich weiß wirklich nicht, wie das mit dem Bonus funktionieren soll. Ganz ehrlich nicht. Das ist mir noch zu hoch. Hey, wer ist denn das für einer? Den kenne ich gar nicht. Ah ja, okay. Der hat auch nichts zu melden. Und der hier? Auch nicht. Okay. Ich bin aggressiv. Naja. Ja, ich meine, nicht jede Quest kann ich so abschließen, dass auch wirklich stoisch oder rational, dass ich das bekomme. Daher muss ich ja irgendeine Richtung einschlagen, wenn es nicht stoisch und rational zur Auswahl gibt, sag ich mal. Das wird eh noch schwierig, weil es ist ja nicht immer eigentlich ersichtlich. So, dann habe ich hier noch ein Level-Up bekommen. Die werde ich jetzt auch mal schnell verteilen. Geh mal klar auf Athletik und Überleben. Und, oh, jetzt kriegen wir die erste Aura. Die hat nicht so einen, so einen großen Umkreis. Bewegungsgeschwindigkeit. Schadensreduktion. Plus auf Genauigkeit. Das ist eigentlich nicht schlecht. Aber 3 Schadensreduktion ist auch hart, muss ich sagen. Ah. Ja. Das ist jetzt die Frage. Lieber safe spielen oder lieber jubeln, weil ich alles treffe. Ich spiel safe. Oder? Nee, ich kann es nicht lassen. Ich will Damage dealen. Ich gehe auf Genauigkeit. So, das wird schon hinhauen. Kein Problem. Aura angeschaltet. Dann gehen wir weiter zum Alut. Lut. Schauen wir mal, was der so kriegt. So, jetzt kann ich hier wieder Zauber auswählen, die dann später oder die ich dann in sein Buch reinziehen kann. Und da werde ich
auf jeden Fall diese nekrotische Lanze nehmen. Das ist ein Zauber, der geht auf 8 Meter. Das zieht relativ weit und macht halt richtig viel Schaden. Plus Schaden über Zeit. Ganz minimal. Und dann schaue ich mal, was ich noch nehme. Das ist zum Beispiel nur auf den Zauberer selbst. Sonst hätte ich das auch genommen. Dieser Crit. Was haben wir hier? Max Ausdauer, auch wieder nur auf den Zauberer selbst. Das bringt mir ja gar nichts. Was haben wir hier? Verwirrt. Ja, das wäre nicht schlecht, weil dann könnte ich nämlich so mal so eine Gruppe zerschlagen, weil die dann im rumstehen oder teilweise auch ihre eigenen Leute angreifen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ich habe sonst kein, sag ich mal, CC, Crowd Control. Moment, mal durchgucken. Also ich habe die Quest mit dem Zeat Nur. Die Lieferung. Dann mit Edea zum Meerwald. Und zum Anslogs Kompass. Und Tenfried müssen wir noch finden.